Kommen wir zum nächsten Spieltag. Mal sehen, was wir den Jungs heute sagen. Wir verlieren heute nicht. Das wäre mal schön, dass wir mal wieder nicht verlieren würden. Hannover, die wohl jetzt wegziehen können. Wir haben jetzt 11 Gegentore durch den letzten vier Spielen, nee, letzten drei Spielen. Oder doch vier, fünfe. Wo wir extrem auf die Verleiste kriegen. Powerplay im Kloppenburg. Oh. Beim BV Kloppenburg wirft man jetzt noch einmal alles nach vorne. Okay. Mit einem feinen Trick gegen Oliver Hoffmann. Endlich kommt die Franke in den Strafraum. Kommt zum Tim Werke, kommt zum Kopfball. Kai Fabian-Schulz bekommt den Ball gegen die Brust. Fett den Ball genau vor die Füße und geht sofort und schießt. Oh, knapp am Tor. Warum ist der denn überhaupt so nervstark? Der ist so kacke. Jetzt wird er schon beleidigen. Der ist so scheiße. Nein. Oh, eine Kacke. Mann, warum denn? Dann hätte er doch gleich rinballern können. Ja, dann kommen die und jetzt schießen sie 1-0. Christian Willen liefert sich damit Thomas Ströhl ein hartes Duell an der Außenlinie und bleibt schließlich die Krieg. Damit hat er auf jeden Fall eine gefährliche Flanke. Ja, ach klar. Ach, ey, komm. Gleich verletzt. Mir ist ja schön, dass ihr so nett seid und unsere Spieler totprügelt. Platzwunde. Habt ihr die so pitzig? Kann man noch weiterspielen. Ist dann nur eine offene Wunde. Zugenäht und fertig die Kacke. Mit einem Tacker. Hey, deswegen rumheulen. Das verstehe ich nicht. Und dann kommt eben der Jonas Wangler. Vielleicht macht er ja mehr als der Paul Kusenkov, weil er hat ja wirklich die Saison noch gar nichts gebracht. Und er macht auch mal gleich die erste Ecke von links, der Wangler. Schlägt den Ball hoch im Elfmeterpunkt. Also, dass Marco Bui es nicht weiß, ob er rauskommen soll. Tim Werkte kommt zum Kopfball, verwirrt aber das Tor nur um wenige Zentimeter. Wenige, ganz wenige Zentimeter. Und Goslar mit der hundertprozentigen, ne? Ne. Freistoß von links. Rico Gladow. Schöner Freistoß von Rico Gladow auf Karamulu. Der nimmt den Ball mit vollem Risiko. Volley wird aber für seinen Mut nicht belohnt. Und dieser geht eben Eckfahne ins Seitenaus. Nun läuft sich von links frei. Flankt dann zu. Doch der Marc Bujos kommt aus dem Tor und fliegt die hohen Ball sicher runter. Ich mach mal weiter so. Goslar spielt hier mit drei Spitzen. Das sieht sehr offensiv aus, die Taktik. Ja, Tim Werkke wieder eine 4,5. Die nächste Aktion, gute Chance. Nie mehr passt mit einem Konter auf Louis. Der linke 5 Meter Eck abzieht. Dann aber den Torhüter scheidet, der den Ball hat. Mann. Und eine 6. Ich sehe da eine 6. Sieht Chris schon, macht einen Riesenfehler. Ne, Kosten auf eine weitere Ecke. Der Tim Pascal. Und der Torwart kommt raus und rollt sich ab und lässt den Ball liegen. Das wird da gleich stehen. Passt auf. Die Ecke kommt hinein. Aber statt den Ball wegzufordern, boziert eine Kerze im eigenen Strafraum. Thomas Ströhl kommt unbedrängt von Seville an den Ball, nickt ihn zum 1-0 über die Linie, läuft Richtung Fernkurve, auf sein Wappen des Vereins deutet. Nee, das hast du super gemacht. Also, da kann ich auch den Tilling reinstellen. Ey, wirklich. Zwei Apple-Torhüter mit einem schönen Distanzschuss aus 30 Metern. Und Marco kommt nicht mehr ran. Der passt genau rechts in die Ecke. Ja, sofort die Gegenantwort, ey. Zwei Minuten später und jetzt... Mann, oh nee, jetzt weiter. Weiter, weiter ins Verderben. Hundertprozentige. Bedient Jonas Wangel klug per Kopf. Eigentlich zur Stürmer ist allein vor Markus. Setzt das Leder aber links neben das Tor.
Ich werde diesen Namen nie wieder sagen. Ich werde ihn nicht mehr sagen, den Jonas Nachname Punkt Punkt. Keiner vergessen. Na klar, der zweite Spieler verletzt. Warum nicht? Och Mann, was soll denn bitte? Muskelverhärtung? Ach du. Das hört sich aber alles nicht so schlimm an. Kann doch nicht sein. Jetzt trifft er hier gleich und muss gleich sofort raus. Ey, wirklich. Warum haben wir denn eigentlich nur Pech bei Verletzungen? Immer wir. Man könnte auch sagen, Siegfried John hatte natürlich nicht so viel Spielpraxis. Aber wenn man ein guter Torwart ist, ist das egal. Eigentlich. Spielergespräch. Loben. Nee, ach komm, lass dich nicht loben. Loben wir Niemeyer. Motivieren den Julian Bennert. Den Torwart motivieren auf jeden Fall. Und Hofmann. Ey, aber Anfang der Saison war der noch so stark. Und jetzt baut er so stark ab. Ja, mal gucken, was wir heute noch bringen können. Wir haben nur noch eine Auswechslung. Hoffentlich verletzt sich jetzt nicht noch einer. Das wird ja. Mal gleich alle warm laufen. So. Oliver Hofmann versetzt Berngerus rechts im 16er und schießt aus Spitzwinkel, knallt gegen den Auspfosten. Brüssel mit den nächsten Möglichkeiten. Das finde ich toll. Jetzt nochmal, Jungs. Konzentration. Gelbe Karte für Oliver Hofmann. Kann Jonas mit einem taktischen Foul stoppen. Das ist trotzdem schon eine gefährliche Freistoßentfernung. Das ist ja schön, Nuri, Konak. Machen was draus. Das sieht nicht schlecht aus. Eine gute Chance. Schießt direkt Richtung Mauer und findet eine Lücke. Marc Buies ist zunächst von Christoph Kulm Sicht versperrt, aber dann gelingt ihm ein fantastischer Reflex und lenkt das Leder gerade noch über die Latte. Nein, ist klar. Dass wir Glück haben, könnt ihr vergessen. Nächste Ecke. Kulm kann ihn mit einem Befreiungsschlag klären, nicht schön. Ey, warum haben die eigentlich so Pech? Die haben eine Chance und bumm ist der drinne. Jetzt haben wir einen guten Freistoß und natürlich so bumm knapp. Warum nur? Jetzt haben die nochmal eine Chance, Goslar, eine gute. Einen weiten Abschlag von Marc will Christian Westerfeld elegant per Volleyschuss wieder zurückbefördern. So zieht aber nur einen wenig eleganten Querschläger, hat den Partner drauf, schnappt sich das Leder, stirbt alleine auf Siegelt und schiebt den Ball an. Och Mann, ey. Warum? Es kann doch nicht sein. Guck, das meine ich. Die kriegen die hundertprozentige und der geht sofort rein. Warum? Warum seid ihr so mega scheiße? Ey, wirklich. Ey, komm, geht nach Hause. So. Mann, Junge. Okay, ist. Ey, okay, das versteht der nicht. Das ist mir zu blöde. Ey, wir haben jetzt nur Pech. Niederlageserie bringt uns komplett runter. Verwirrung im Strafraum. Keiner steckt dabei anscheinend weg. Ströhl schnappt sich die Kugel und schießt aus Kurzdistanz ab. Aber Siegfried John ist zur Stelle und hält mal ein Ball. Ich betone es, es hält. 100%ige, das 3-1, super! Beliebter auf der Strafraumgrenze, Körpertäusch aufsteigen lässt und dann den Torschuss sucht, sein abgefälschter Schuss geht aber einen Meter vorbei. Es geht nochmal drauf, Jungs. Natürlich jetzt an der Ecke. Tick zu hoch für Carsten Fischer und er kann ihn beim Kopfball nicht mehr entscheidend drücken, dass er geht. Knapp über das Tor.
Und Goslar macht auch noch mehr Druck. Nicht schön, dass sie mehr Druck machen als wir. So. Nach vorne die Kacke hier. Jetzt nochmal riskante Dinger. Flanken aus Außenhalbfeld jetzt. Ecken jetzt lang. Natürlich jetzt voller Angriff. Jetzt kriegen wir noch ein Tor. Ja, jetzt haben wir unsere Möglichkeit. Marc verhindert gegen Mühlberg einen rechten Fünfeck den Ausgleich. Man, warum nur die nächste Chance? Och Mann, und sofort weiterleitet. Es ist aber wieder Abseits. Es ist nur Abseits. Warum haben wir den... Wir haben immer nur Pech zur Zeit. Das ist die vierte Niederlage in Folge, das sage ich euch jetzt schon. Die komplette Leistung. Wieder, da steht es schon wieder. Da haben die Goslar wieder Glück. Es steht irgendwie jetzt hier das Spiel oder was? Riesenchance in Kloppenburg. Für Goslar bestimmt, ne? Wie vor Kloppenburg kontert jetzt 5 gegen 4 Überzahl über David Niemeyer. Der auf Miljat. Der Riesenchance frei vor Marc. Jesus. Quer auf Rühr mit und ich muss, er hat schwache Nerven, er verkackt. Das Tor ist leer. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann man das leere Tor verfehlen? Wie meinte Biermann? Ey, kann doch nicht sein. Wie kann man so blöd sein? Ich bin richtig stumpf, muss man sehen. War mal ein leeres Tor. Christian ist durch. Jagt den Ball hinterher, aber mit der Kugel lässt. Ja. Ist der drinne? Trifft auch Spitzenwinkel. Wir haben den Ausgleich. Yes, der Eingewechselte. Yes. Jetzt wollen wir den Sieg. Wir wollen den Sieg. Los. Ey, hätten wir das Ding jetzt gemacht, hätten wir gleich ins Spiel gedreht. Kriegen wir noch eine Möglichkeit? Nee, die wechseln nochmal aus, die Arschlöcher. Was? Das darf man ja nicht sagen. Tut mir leid. Das rutscht mir raus, wenn ich wütend bin. Ach, Manu. Und ey, kriegt der jetzt noch eine gelbe Karte? Ich könnte heulen. Was macht der denn? Übertriebener Einsatz. Och Mann, was machst du denn? Komm, hier ist vorbei. Ach, kommt. Ey, wirklich. 2-2. Wir haben einen Punkt, weil der so blöd ist, das leere Tor zu treffen. Mhm. Mhm. Und steht immer im Abseits. Ey, komm. Der hätte da die erste Vorlage machen können und er... Mann, jetzt sind die schwachen Nerven, genau. Aber der Tim Wertke, der ist auch zu blöd, der trifft auch nichts. Ach, Kacke, ey. Ey, das hätten wir auch gewinnen müssen. Der trägt denn einen auf, wenn du siehst. Hier, super Leistung. Die Bienen. Ey, den speist er aus dem Kader. Ey, wirklich, wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle und gehen trotzdem. Weil der Siegfried schon, weil unsere Torhüter zurzeit so blöd sind. Kerzen, verschätzt den Ball, kann man ja auch passieren. Aber eine Kerze? Komm, der wird gleich wieder rausgenommen. Okay, wir gehen diesmal eine Statistik durch, habe ich letztens nicht gemacht. Weil ich es nicht verstanden habe, aber ist ja auch egal. 1372 Zuschauer von uns. Gelbe Passe. Genau, gelbe Karten, eine. 254 erfolgreiche Pässe, nicht schön. Freistöße, ja, hatten wir einen Weltklasse, aber natürlich, der Torwart ist natürlich Weltklasse Reflex, kommt da noch an. Chancen 8, Schüsse vorbei 4, 9 mal aufs Tor geschossen, nee, nicht schön, 5 mal aufs Tor geschossen, 9 Schüsse. Das ist für mich eigentlich immer dasselbe, ob du schießt oder nicht. VfB Lübeck verliert denn gegen Braunschweig 4-0. Hamburg 2. gewinnt, wir sind jetzt nur noch 5. Basel gewinnt auch. Bremen gewinnt auch. 3-0. 1-1 zwischen VfR Neumünster und Lübecker SK Hansa. Metten gewinnt auch mal 3-0. Schwarz-Weiß Reden gewinnt auch. 1-1 zwischen St. Pauli und Nordstedt. Guck mal, Lübeck verkackt alle und ist trotzdem die drittbeste Zuschauernoten. Durchschnitt.
gebe mal den Stimmen die europäischen Europa-Vokalplätze schwirren in den Köpfen der anderen Leuten herum, jedoch nicht bei uns. Es ist noch ein schwieriger Weg für uns. Hä? Der Sinn, der Satz ist so schwachsinnig, ja klar. Bedauerlich, dass wir nur zu einem Punkt gereicht hat. Eigentlich haben wir verloren. Es ist traurig, dass wir die Führung nicht halten konnten. Aber letztlich bin ich mit dem Resultat zufrieden. Wir haben eine gute Mannschaft mit einem großen Talent. Mit einigen großen Talenten. Ihr habt ein Bullshit, ihr habt noch Bullshit Glück. Martin Steinmann, okay. Natürlich ist er drin, der Milat. Nee, ist schön. Spieler des Tages ist er ohne geworden. Ey, wirklich, kann doch nicht sein. Wieder zwei Gegentore. Tim Wertke mit seinen 8. Treffer. Und mehr als die Hälfte hat Sebastian Stolze. Oder genau die Hälfte. Mehr hat er. Hier, die Noten werden so schlecht, das kann doch nicht sein, ey. Auf jeden Fall kommt wieder Tilling rein, ey, wirklich. Er hat sie wenigstens nur verstetzt. Platz wurde 2 Tagen. 5 Tagen, da sind sie wenigstens wieder da. Sponsor zufrieden, okay. Nee, ist klar. Wo ist er denn? Die liegen rein. Oh, er hat auch gleich wieder eine 53. Schön. Er zeigt schon wieder. Ey, bin ich blöd? So. Gehen wir gleich weiter. Jetzt fange ich noch an zu heulen. Wie die Mannschaft spielt. VfB Oldenburg. Mal sehen, was wir daraus machen. Ja, das war mir klar, dass er wieder Find ist. Wir gucken mal gleich in der Infrastruktur des Stadions rein. Transfer. Ja, wenn ihr das sagt, kriegen wir erstmal Ärger, weil wir uns den Jungspieler geholt haben. Abteilung. Ja, die nehmen wir mit. Scouting abgeschlossen. Ja, ist wieder fit. Jungspieler kommt zu uns. 3-Sterne-Talent. Jo, jedoch. In die Kommentare schreiben, wer den Namen haben will. Mike Talent, ein Spielerbild. Musst du in die Kommentare schreiben. Kann man da bestreiten. Spielerinfo. Ein erster. Überschritten, ja, 15.000. Besonders motiviert. Ist vom, ja, der hat auch, war auch wirklich der Beste. Malte Biermann hat überhaupt nicht gefehlt. Da stellen wir mal heute den André Thurm rein für Tim Hofmann. Einfach mal nach der Form geguckt. Weil unser Mittelfeld ist das wenigste Problem. Genau wie unser Sturm. Außer wenn sie manchmal zu blöd sind, alleine, wenn das leere Tor ist, zu treffen. Jugendarbeit. Jo. So. Christian Weyer. Okay, ist ein schöner Name. Dann quatschen wir mal wieder mit unseren Jungs. Ach, du hast super gespielt, du hast wieder mal ein Tor getroffen, aber es ist ja egal. Mila, du trainierst sensationell, liegt 5 Punkte. Jonas auch. Okay, ja, Gerdes, ja, wir brauchen nicht mal in Topform. Will sich komplett reinhängen. Du hast Held Mama draus, ja, wirklich. Bleibt unverändert, möchte eine faire Chance, du kriegst keine faire Chance. Den sie fürchtet, das spielt nie wieder. Geh mal nach vorne hier. Trainierst sensationell. Genau wie Niemeyer.
den Pascal und den Christian Willen. Timiraschi Willen, natürlich unser Führungsspieler. 59, 55, 58. Und gehen wir nochmal natürlich wieder in die Taktik rein, gucken wir mal, wo wir spielen können. Auf jeden Fall über links. Einfach nur über links. Über Alexander Ball. Der war auch mal bei Kloppenburg. Das ist ja schön, wenn man das denn sieht. Nee, anderes Richtung. Auch nur Oldenburg, okay. Das sieht eigentlich viel der Bude aus. Muss ich mal gucken, ob er Bude hat. Per Merkel. Der war ja bei Hallische FC und dann ist er wieder gewechselt. VfB Oldenburg. 13 Spiele, nur 2 Tore. Soll aber ein Torrichter von 70 haben. Nee, ist klar. Schauen Minis. Der hat doch schon 11 oder? Ja, 14 hat er schon. Ach, der macht die meisten. Ah, der macht die meisten. Okay. Mann, Deckung. Oh, 62. Oh, das gefällt mir. Auf jeden Fall. Und Willen. Nur eine 58, Christian Westerfeld. Dann passen wir den auf extra auf, Sonderbewachung. Und er wird natürlich dann von André Thom bedacht. Bedacht. Ja. Okay. Jetzt lassen wir wie immer. Können wir eigentlich nichts falsch machen. Wir spielen ja immer gut. Wir haben einfach nur tierischen Pech. Kevin Panewitz. Wolfsburger Hansa Rostock. Ist mal bei Rostock geblieben. Machen wir nur realistischerin. Okay. So, dann verabschiede ich mich und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge gegen den VfB Oldenburg. Und ich würde euch sagen, auf Wiedersehen und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ciao.